Nanu, wen haben wir denn da? Einen Ritter, der das königliche Juwel stehlen will. Schöne Bescherung. Naja, diesen Kleinod passiert ja allerhand. Tut mir ja leid. Das königliche Juwel ist und bleibt im Kloster. Und ganz gewiss wird ein Frischling wie du daran nichts ändern. Du wirst diesen Turm schneller wieder heruntergehen, als du heraufgekommen bist. Ritter, ich bin froh, dass ihr das königliche Juwel gestohlen habt. Es ist ein Zeichen der Überlegenheit und verfügt vermutlich über unbekannte Kräfte. Es ist mächtiger als Menschen. Der, der bescheiden ist, wird wissen, wie er es benutzen muss. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass ihr es jetzt besitzt. Ritter, du bist bewaffnet und somit ein Feind der Drachen.
Aber du hast mich nicht angegriffen. Das unterscheidet dich von den anderen Rittern. Ich respektiere das. Allerdings bin ich sehr misstrauisch, seit meine Vorfahren sich unseren berühmten Brustpanzer haben stehlen lassen. Geh, setz deinen Weg fort. Ich erkenne den Brustpanzer des ersten Drachen. Worte können seinen Wert nicht beschreiben. Es ist so lange her, dass er meiner Rasse verloren ging, gestohlen von ehrlosen Menschen. Ich bin gerührt, dass du ihn mir anbietest, Ritter. Das ist eine noble Geste. Ein göttliches Wesen erkennt Edelmut. Jetzt weiß ich, dass du die Objekte, die du bei dir trägst, verdienst. Ich sehe, dass du das königliche Juwel hast. Ich erkenne auch dein Schwert, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen. Mein Name ist Zatila. Möchtest du auf meinen Rücken steigen, damit wir das königliche Juwel mit himmlischer Energie laden können?